Ist ja schon schlimm genug, sich mit wilden Ogern umzuschlagen. Sich jetzt auch noch mit Ogern umzuschlagen, die einigermaßen zivilisiert sind, ist noch schlimmer. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Was kann ich für euch tun? Ich möchte wissen, ob ihr dieses Stück Leder identifizieren könnt. Es ist ein wenig seltsam. Nur eure gewöhnlichen Waren, danke. Was ist hier über die Morde in der Gegend? Eine Freundin von mir wurde entführt, ja. Ah, nun, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich kenne viele Geschäfte, allerdings weiß ich wenig über das Geschäft hinter Magie. Ich fürchte, damit kann ich euch nicht weiterhelfen. Aber ich weiß, dass die verhüllten Magier ein spezielles Gefängnis für die von ihnen gefangenen Magier haben. Draußen auf dem Meer, so sagt man. Schade, dass die Gerüchte wie diese nie irgendwas Spezielles verraten, nicht wahr? Koordinaten etwa oder Namen. Ich wünsche euch viel Glück, auf dass ihr eure Freundin wiederfindet. Ihr werdet es brauchen. Seht euch nur um und zeig mal deine Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Der hat nichts Besonderes. Kugeln plus 1 brauchen wir gerade nicht. Nö. Nun, nun, ihr seht mir, wie Leute aus in deren Geld. Was wisst ihr über die Morde? Nur wenig, abgesehen von ihrer ziemlich grausigen Natur. Meine Quellen sagen, die Häutungen seien entschieden zu präzise vorgenommen, dass es irgendein Tier gewesen sein könnte. Ich hoffe, Leutnant Als Eggesfeld kann den Schuldigen rasch finden. Hier im Brückenviertel waren wir schon immer so etwas wie eine Familie und es schmerzt mich zu sehen, wie alle Leute von einer Paranoia befallen werden. Ja, was ist mit dem Leder? Lass mich mal sehen. Sie sehen in der Tat recht dick aus. Sehr selten, habe ich aber schon mal gesehen. Das ist Elefantenhaut. Gut für schwere Rüstung, aber wirklich sehr selten. Elefantenhaut? Wo kriegt man solches Leder hier? Nun, ja, logische Antwort würde laufen von einem Elefanten natürlich. Aber ihr seid nicht zum Scherzen aufgelegt. Was? Nun ja, es gibt vielleicht ein paar Orte, wo man so ein Leder herbekommen könnte. Ein Gerber würde ein solches Leder wohl zu Gesicht bekommen, obwohl sicher nicht allzu oft. Es dürfte auch schwierig zu verarbeiten sein. Habe noch nicht oft von solchen Sachen gehört. Falls ihr mehr wissen wollt, sprecht mit einem Gerber. Nicht weit von hier gibt es einen in den Häusern im Süden. Magic. Ja, ich glaube, so heißt er. Es ist auch ein Zirkus in der Stadt. Ich weiß nicht, ob sie Elefanten haben, aber der Tierbändiger könnte schon mal welche gesehen haben. Wollt ihr sonst etwas wissen? Das ist alles. Danke. Wie ihr wünscht. Der Händler Bell konnte das Stück Leder als Elefantenhaut identifizieren. Es ist wohl ziemlich schwierig in der Stadt an so etwas heranzukommen. Bell meint jedoch, dass sich wohl ein Gerber am ehesten derartigen Leder beschaffen könnte. Er hat auch erwähnt, dass sich ein Zirkus in der Stadt auffällt. Bell wusste zwar nicht, ob der Zirkus Elefanten besitzt oder nicht, aber auf jeden Fall sollte der Tiertrainer des Zirkus ebenfalls an Elefantenhaut herankommen. So, reden wir mal mit Rose. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Nein. Oh, Schätzchen, für das, was ihr braucht, bin ich nicht auf die richtige Straßenseite. Obwohl ich euch die richtige Straßenseite zeigen könnte. Wonach sucht ihr denn? Nach ein paar Informationen. Informationen kosten Geld, wie alles andere auch. Wenn ihr die entsprechenden Münzen habt, dann können wir so lange schwatzen, wie ihr wollt. Wie wäre es mit 20 Goldmünzen? Das wäre ein schönes, langes Gespräch. Ich werde heute keine Gebühr bezahlen. Fein, redet uns nach Herzenslust, ich bin ganz Ohr. Was habt ihr auf den Herzen? Die Wache scheint zu glauben, dass ihr kürzlich bei dem Mord etwas gesehen habt. Ich möchte gern wissen, was ihr gesehen habt, als die letzte Person umgebracht wurde. Erzählt es mir. Wisst ihr, wer der Mörder ist? Lügt mich nicht an, wenn ihr es wisst. Was habt ihr gesehen? Dieser Eggesfeld redet zu viel. Ich sagte ihm, was ich sah, und ich sah gar nichts. Ein Mann in einem Umhang, das war alles. Kannte nicht mal das arme Schwein, das sterben musste. Wartet, da war noch etwas. Ein Geruch, abgesehen vom Blut, meine ich. Ich glaube, es roch nach Gurilbeeren. Ja, das war's. Gurilbeeren oder etwas ganz Ähnliches. Gurilbeeren? Für was sind die gut? Ich kann mich nicht erinnern. Die Wachen schienen die Sache nicht für wichtig zu halten. Ich würde es vielleicht wiedererkennen, wie ich es nochmal riechen könnte. Sprecht mit diesem Händler, er könnte wissen, was so riecht. Ich werde sehen, ob ich mich für etwas entscheiden kann, was er vorschlägt. Das würde euch doch helfen, Schätzchen, oder? Danke, ich komme wieder so schnell ich kann. Ich werde warten. Ihr habt für die Zeit bezahlt. Ja, was immer ihr wünscht. Habt ihr Kurierbeeren? Ihr werdet in ganz Am garantiert keine besseren Preise finden. Was kann ich für euch tun? Was habt ihr, das nach Kurierbeeren riecht hier? Nun lass mich nachdenken. Ich weiß von drei Dingen mit diesem Geruch. Gurilbeeren sind eine. Dann noch Eichenrinde und Solligbeeren. Ja, die auch.
Wofür verwendet man diese Dinge hierzulande? Nun, ich treibe regen Handel mit Gurilbären. Sie werden in Hausarzneien verwendet und zu speziellen Sammeln für intime Leiden verarbeitet. Eichenrinde wird zur Gerbsäure verarbeitet, glaube ich. Ein natürliches Mittel zum Gerben von Häuten. Seit Jahrhunderten im Gebrauch. Es gibt da einen Gerber, er heißt Rätschig der Häuter. Yay! Wir suchen den Häuter vom Brückenviertel und es gibt hier einen Gerber, der so heißt. Ach. Sein Laden ist hier in der Nähe. Er hat vielleicht Gerbsäure, aber ich bin nicht sicher. Aber ihm frage Schalt bestimmt nicht. Sonnigbeeren werden hierzulande in Bäckereien verwendet, für Nuschelbeerenpastete. Sehr wohlschmeckend, aber zurzeit darf man sie nicht pflücken. Es ist Bärenschonzeit, versteht ihr? Ich habe von allem etwas für euch, wenn ihr wollt. Kostenlos, weil heute so ein flauer Tag war. Da vielen Dank. Wie ihr wünscht, ich werde hier sein, falls ihr noch einmal wiederkommen wollt. So, wir haben Gurilbeeren. Das ist eine der zwei verschiedenen Sorten Beeren, die ihr von Bell den Mark erhalten habt. Rose Bouquet hat gesagt, dass die Beeren ähnlich riechen wie der Mörder, der im Brückenviertel sein Unwesen treibt. Sie möchte nochmals an ihnen riechen, um sicher zu gehen. Solligbeeren. Das ist eine der zwei verschiedenen Sorten Beeren, die ihr von Bell, Das ist ein breites Stück Eichenrinde. Bell den Mark hat erwähnt, dass man Eichenrinde verwendet, um Gerbstoff herzustellen. Wer wiederum wird verwendet, um Tierhäute zu gerben. Haben wir was Neues? Ja. Die Kurtisane Rose konnte sich an einen seltsamen Geruch am Tatort erinnern. Sie meinte, er ähnelte dem Geruch von Gurilbeeren, war sich aber nicht sicher. Sie hat mir geraten, einen Händler namens Bell aufzusuchen, der ihrer Meinung nach mehr über Dinge wüsste, die wie diese Beeren riechen. Wenn mir Bell Proben von verschiedenen Dingen geben kann, die so ähnlich riechen, kann ich sie vermutlich erinnern, um welchen Geruch es sich genau gehandelt hat. Bell hat mich darüber aufgeklärt, dass es drei Dinge gibt, die wie Gurilbeeren riechen. Gurilbeeren selbst, Eichenrinde und Sonnigbeeren. Er hat mir eine Probe von allen drei gegeben, damit könnte ich jetzt wohl zu Wurst zurückkehren, damit sie die drei Gerüche vergleichen kann. Fragt, wenn ihr es wollt. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Wieder da? Dies wird mal eine komische Frage sein, die ich hier im Kuhn gestellt habe, aber habt ihr etwas, woran ich riechen soll? Ja, hier sind drei Dinge, die er mir zur Probe mitgab. Also gut, dann wollen wir mal. Lasst mich sehen. Ich weiß nicht, warum es mich an Gurilbeeren erinnerte, aber danach roch der Mann nicht. Haha. Kein Wunder, dass die Wachen lachten. Vergesst es, das nächste. Solligbeeren, Nuschelbeerenpastete, stimmt's? Aber das war nicht der Geruch. Wie schön, ich würde es hassen, jemals an Mörder denken zu müssen, wenn ich ein Pastetchen rieche. Das nächste. Ja, das war's, aber das ist Rinde, oder? Obwohl an ihm war der Geruch noch stärker. Das hier ist derselbe, aber schwächer. Wie kann er nach sowas gerochen haben? Das ist Eichenrinde. Man macht daraus Gerbsäure, um Leder zu verarbeiten. Also hat er mit Leder gearbeitet, seltsam. Und ich hoffe, ich konnte helfen. Ihr habt alles, was ihr wolltet. Dann ab mit euch. Vielleicht nein. Wiedersehen. Und wieder neuer Tagebucheintrag. Die Kurtisane Rose hat die drei Proben untersucht, die mir Bell mitgegeben hat. Und ist sich jetzt sicher, dass der Mörder extrem stark nach Eichenrinde gerochen hat. Man verwendet Eichenrinde, um Gerbstoff herzustellen. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass der Mörder mit Leder gearbeitet hat. So, jetzt haben wir ja mit zwei von denen geredet. Jetzt brauchen wir noch das Kind namens Farachi. Was hast du im Angebot? Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Seid gegrüßt, beide Fürst. Ich habe eine kleine Auswahl an Waren, die ich aus meinem Kahn hier verkaufe, an ein paar Dinge, die dir vielleicht Interesse. Ist das Hehler wahr? Keineswegs. Doch ich versichere euch, dass meine Waren völlig legal sind. Wahrscheinlich mehr als viele andere Dinge in der Gegend der Docks. Was wisst ihr über die Morde? Nicht viel, fürchte ich. Es ist jedoch eine schreckliche Sache und versetzt mich in Angst und Schrecken. Nachts einen Schritt nach draußen zu tun. Es scheint so, als ob die Wachen in der Angelegenheit nicht viel tun können. Lasst mal sehen, was ihr habt. Kampfstab. Gute Beeren. Ja.
bringen nur nicht viel. Ein Lebenspunkt pro Beere. Edelsteinbeutel, ein paar Tränke. Ja. Wenn es das ist, was ihr wollt. Wobei es nie verkehrt ist, Heldentränke zu kaufen. Ein Ausrufer, was sagst du? Was passiert drüben, Stadtschreier? Zwei reiche Familien, die Schiffe bauen, den Angrims und die Golfschiffe von Noxas haben jedem Luraxholz, haben jedem im Königreich verfügbaren Söldner angeheuert, um Yativin zu belagern. Die Wiedererlangung ihrer Handelsrouten ist alles, worum es geht. Eine Streitmacht von 10.000 steht bereit für den drohenden Schlag gegen Yativin. Haltet eure Hüte fest für den Abschluss dieser Geschichte vom Verrat, Verlust, Zorn und Strafe. Es verspricht einen Höhepunkt und Blutvergießen und Vermögen. Die wahren Geschichten hinter den Proklamationen. Wie jeden Morgen die frischesten Gerüchte und Skandale. Der Halt! Der kräht und ich rolle aus dem Bett. Mhm. So, wir könnten in die Schenke gehen, wir könnten in den Helmtempel gehen oder wir könnten ins verfallene Haus gehen. Wir könnten aber erstmal mit Fargi reden. Wer seid ihr? Habt ihr etwas Geld? Ich könnte etwas zu essen gebrauchen. Sicher, ich habe hier etwas Gold. Zwei Gold? Ihr seid sehr nett. Wenn ihr etwas braucht, fragt einfach Fargi. Ich kann euch bestimmt helfen. Nun, vielleicht könnt ihr mir etwas über die Verbrechen hier in der Gegend sagen. Wie wär's, wenn ihr mir von der Leiche erzählt, die ihr gefunden habt? Die Wache sagt, ihr habt sie gesehen. Nehmen wir das Erste. Hier gibt es keine Verbrechen, gar keine. Manche Leute klauen schon mal, aber das ist was anderes. Niemand kämpft hier, außer... Ich habe die Leiche vom alten Bilfer gefunden. Er ist nie böse zu jemandem. Er war ganz voller Blut und vielleicht wissen die anderen Bettler mehr. Ich habe ihn nur kurz gesehen. Wer glaubt, ihr hättet dem alten Bilfer was tun wollen? Hatte er Feinde? Gab es jemanden, der ihn hasste? Wer wollte ihm was tun? Ich weiß, wer es war. Ich bin ganz sicher. Die Hexe war es. Die böse alte Frau Felsenmond. Eine ganz gemeine böse Hexe. Sie haut einen, bloß weil man ihr ein paar Plätzchen klaut. Ja, und deswegen weiß ich, dass sie böse ist. Ihr werdet ihr doch nicht verraten, dass ich das gesagt habe, oder? Ich will nicht eingesperrt werden oder was sie mit Kindern macht. Geht und redet mit ihr, ich haue ab. Der junge Fargi hat behauptet, dass sich bei dem Mordopfer um einen gewissen Bilfer gehandelt hat. Angeblich hatte der Mann keine Feinde. Der Junge schien sich sicher zu sein, dass eine gewisse Fräulein Clipmond für all diese Morde verantwortlich ist. Sie soll angeblich eine Hexe sein, aber die sogenannten Verbrechen, die sie angeblich begangen hat, kommen mir ziemlich harmlos vor. Auf jeden Fall sollte ich mit ihr sprechen. Fort, euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, das werde ich, wenn ich sie finde. Niemals lieben! Nein, ihr seid es, der sie niemals besitzen wird. Sie liebt nur mich. Nein, sie liebt doch mich! Mich! Jungs, kommt schon, streitet euch doch nicht um mich. Ja, meine Kurtisane. Und sie kämpfen? Das ist eine hervorragende Idee. Ja, wir werden um unsere geliebte Bubbles kämpfen. Ja, das hört sich ganz wunderbar an. Sollen wir jetzt anfangen? Gewiss, wenn ihr wollt. Gewiss. Na schön, dann macht weiter, wenn das ist, was ihr Jungs tun müsst. Ah, dieser Trottelschenk ist tot. Ich bin der Sieger. Kommt, Bubbles, lass uns gehen und diesen gesegneten Abend feiern. Egal, ich bin draußen. Bubbles, aber Bubbles Honigmäuschen, wohin geht ihr denn? Zwei Trottel, die sich um eine Kurtisane prügeln. Sehr toll. Hier ist der Torbogen kaputt. Ist lustig, wie der sich immer noch richtig hält. Ja, der hat jetzt ein bisschen Panik, weil er jemanden getötet hat. Ja, Frau Felsmond, sie sieht wirklich ein bisschen aus wie eine Magierin. Kann ich euch helfen, Schätzchen? Ihr seht ein bisschen gedankenvoll aus. Also, sonst hättet ihr ein oder zwei Fragen. Habe ich auch. Ich spüre diesen Morden nach und
Ich habe mit Faraji geredet. Ich sage es gerade heraus, es gibt welche, die euch der Morde hier bezichtigen. Ich bin hier, um euch der Morde hier zu bezichtigen. Faraji beschuldigt euch. Naja, nehmen wir das erste. Tatsächlich ein reizender Junge mit ziemlich schnellen Fingern. Der arme Kerl hat keine Eltern, die ihn erziehen könnten. Ich lasse ihm seine Diebstähle viel häufiger durchgehen, als er glaubt. Vielleicht erzählt ihr mir, was er genau sagte. Dann kann ich euch möglicherweise eine bessere Antwort geben.